Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute zu einem weiteren Unboxing und zwar zu einem Quadcopter Frame. Um genau zu sein, ist das das sogenannte Safey oder von der Firma Safey Mini Quadcopter 250 mm 100% Pure 3K Carbon Frame Kit 250 FPV Quadcopter Rahmen. Also im Grunde ist es ein 250 mm Carbon Frame mit 3K Carbon. Ne? Halt diese Racecopter, die man auch für FPV benutzt. Und ja, das Teil hat ein bisschen Zubehör dabei. Hatte 29,99 Euro gekostet bei Amazon. Ich setze euch da den Link rein. Und ich pack's einmal aus. So. Einmal aufgeschnibbelt. Ich habe mir das Teil geholt, weil ich meinen Real ACC ersetzen möchte oder beziehungsweise einfach ein größeres Frame haben möchte. Ne? So, da ist erstmal diese Hauptplatte. Wenn ich so das anfasse, dann merke ich keine großartigen scharfen Kanten. Also das ist soweit schon mal gut. Billige Frames, die sind meistens halt so mit relativ scharfen Kanten, ne? Wo man sich dann halt nicht unbedingt verletzt, aber das ist halt nicht so schön. Dann ein weiteres Hauptteil, das wird wohl dann hier raufkommen, damit das dann so ist. Und dazwischen kommen dann die Arme. So, dann ich glaube die obere Platte, ja, das müsste soweit die obere Platte sein, auch alles vernünftig verarbeitet. Dann so ein Klettband zum Befestigen des Akkus. Dann auch endlich oben bei meinem Real ACC Copter, da musste ich den Akku unten befestigen und ich möchte das gerne oben, damit halt diese bei irgendwelchen Crash oder bei irgendwelchen holprigen Landungen halt leidet immer der Akku durch diese ganzen Kräfte, die Stöße und so weiter. Und das will ich gerne vermeiden. Naja, und da habe ich halt mal gerne diese 29,99 Euro bezahlt, um ein etwas besseres Dingster Frame zu haben. So, natürlich auch größer und ein bisschen schwerer, aber mein Gott. Dann hier einmal ein PDB. Ganz, ganz einfach, ohne irgendwie Schnickschnack. Ich glaube, ich werde ein anderes mitnehmen von Martec. So ein 5-in-1 mit Beeper und so weiter. Und das halt nur zur Not. Ne? Also das ist wirklich hier, wenn man sonst nichts hat. Ne? Wenn man einfach nur Strom fließen lassen möchte, dann nimmt man das. Ansonsten etwas bessere. So. Also das werde ich dann halt als Ersatz für irgendwie oder ne, falls irgendwas mal kaputt geht oder so. Dann sind hier solche Gummidämpfer und dann halt hier diese Spacer, die dann hier raufkommt. Also ich habe mir noch welche in 3,5 mm geholt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber ja, von der Größe her ähnlich. Ja, so, dann einmal 1, 2, 3 Arme. Auch alles soweit vernünftig verarbeitet. Dann hier nochmal, wo die Dämpfer dazwischen kommen. Und dann müsste das hier oben rankommen. Ja, und das ist dann halt für die Kamera zum Beispiel. Eine FPV-Kamera oder eine normale GoPro oder irgendeine Action-Cam halt. Ne? Die kann man dann hier befestigen und dann müsste es normalerweise nicht ganz so vibrierend sein für die Kamera. So, dann, was mir auffällt, ziemlich viele Teile. Das war beim Real ACC nicht so der Fall. Also klar, die Arme waren da auch auf dem Hauptframe befestigt. Dann hier noch ein fertig geläteter Akkuanschluss. Sehr, sehr geil. Wollte ich das noch machen. Obwohl ich diesen Stecker hier nicht nutze, das ist dieser Dienststecker und ich möchte den XT60, finde ich besser.
ein bisschen sicherer und fester. Dann diverse Schrauben. Dann diese kleinen Beinchen. Das ist halt für die Arme dann, ne, dass das Teil halt nicht komplett auf dem Boden liegt, ne, aufliegt, sondern eben so einen kleinen Abstand hat. Das ist gut. Das hatte mein Real ACC auch nicht. Da musste ich extra solche, ja, wie nennt man das, solche Kunststoffteile, die man dann unten anklebt, ne, an die Arme, damit das Teil so ein bisschen aufliegt, ne, und nicht komplett auf dem Boden. Das finde ich auch gut. So, und dann der Rest. Nochmal ein paar Schrauben. Dann vorne dieses, ja, das wird wohl, Moment, hier irgendwo rankommen. Hier. Oder? Ne, da. Ja, hier kommt das ran. Und dann kann man halt die Kamera da festmachen. Ja, und dann noch diese Abstandshalter. Ja, soweit sieht das ganz gut aus von der Qualität her. Bisschen staubig, also muss ich nochmal vielleicht ein bisschen sauber machen oder so. Was auch wichtig ist, man sollte, wenn man, insbesondere wenn man irgendwelche günstigen Frames hat, die halt nicht so schön oder vernünftig verarbeitet sind, wenn man die dann irgendwie noch schleift oder so, dann sollte man auf keinen Fall diesen Staub einatmen, weil Carbon ist sehr, sehr gefährlich, beziehungsweise, ich glaube, krebserregend oder wie auch immer. Also so an sich macht das keine Probleme, aber dieser Staub, der ist halt ungesund. Ja, soweit wäre es das von meiner Seite aus. Falls noch Fragen sind, ne? Ansonsten werde ich mich oder beziehungsweise werde ein Video machen, wenn ich das Teil aufgebaut habe. Ich denke mal, ich werde es erstmal einfach so mal aufbauen und dann natürlich nochmal, wenn dann komplett alles drauf ist mit Motoren und so weiter und so fort. Da werde ich bestimmt dann auch ein Video machen und so weiter. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.